Ihr sucht ein Spiel, was im Mittelalter spielt und vor allen Dingen nicht auf Drachen oder irgendwelche Fantasy-Wesen setzt, dann seid ihr bei Kingdom Come Deliverance wahrscheinlich genau richtig. Denn Kingdom Come Deliverance spielt in Tschechien quasi zur Zeit des Mittelalters. Und hier werden keine Fantasy-Elemente verwendet, sondern es ist ein reines Singleplayer-Spiel, wo man quasi noch mit Axt und Schwertern gegeneinander kämpft und aufeinander eindrescht. Und man hat jetzt hier die ersten paar Minuten gesehen und da muss man sagen, das war schon sehr, sehr cool gewesen. Und wir haben das Tutorial gespielt und sind ein bisschen in der Welt herumgereist. Wer die Beta schon von dem Spiel gespielt hat, der wird hier auf der Gamescom zwar nichts Neues erlebt haben, außer dass es natürlich ein paar neue Fehlerbehebungen gibt. Sprich, Bugs wurden ausgebessert, das konnte ich schon sehen. Und die Grafik ist nochmal ein bisschen hübscher geworden. Grafik ist auch so ein Stichpunkt. Das Spiel sieht unheimlich gut aus, obwohl es von einem kleinen Indie-Studio gemacht wird, was aber jetzt nach und nach immer mehr dazu gebaut hat. Wer auf ein realistisches mittelalterliches Spiel setzt und vor allen Dingen auch mal ein Szenario sucht, was noch nicht ausgelutscht ist, was auch noch nicht so unbedingt gibt, der ist bei Kingdom Come Deliverance genau richtig.